Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Raft. Yo, ich brauche dringend was zum Schnabulieren. Wir sind schon wieder am Frecken. Das tauschen wir mal, das essen wir mal. Mahlzeit. Jo, ich habe ein bisschen was gesammelt. Es ist auch ein bisschen was inzwischen kaputt gegangen. weil der Hai hat es geschafft, hier mein Fenster wegzufressen, hat gleich mit den Teppich und das Bett ruiniert. Das musste ich jetzt nochmal neu machen. Ich habe, glaube ich, auch hier noch ein drittes gebaut. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ein bisschen was habe ich gebaut. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Ich habe versprochen, nichts zu bauen, nur zu sammeln. Aber ich wollte einfach, auch eine Insel besuchen und so weiter und habe dann ein paar Sachen gebaut und dachte mir, für schnellere Holzproduktion, also Plankenproduktion, ist das, glaube ich, nicht so schlecht. Jo. Da ist kein Wasser drin? Alter, das habe ich angestellt. Nix. So, ich muss mal schnell darüber gehen. Genau, das habe ich auch gefunden. Eine Winkkatze, eine Glückskatze. Die war, glaube ich, die war in so einer Kiste drin. So. Und ich bin drauf gekommen, man möge es nicht glauben, ich bin drauf gekommen, wie man Ziegelsteine herstellt. Ja, die werde ich dann auch gleich mal probieren. Ich glaube, den kriege ich nicht mehr. Ah, na, gerade nicht geschafft, schade. Die werden wir dann auch probieren, jetzt müssen wir nur warten, bis es dark ist. Und ich brauche dringend Lampen. Mehr Lampen. Hm, hat das hingehauen? Nein. Würdest du? Hä? Okay, jetzt. Jo, das zu dem. Ich habe auch wie versprochen die Netze ein bisschen ausgebaut. Ich werde jetzt dann auch hier noch zum Schutz unserer Netze noch mehr von diesen Dingern hier bauen. Das heißt, ich werde auch hier noch einmal so die Länge runter machen oder zumindest ein Eck davon. Ja, irgendwie so circa in etwa habe ich mir das vorgestellt. Ja. Wie man eine Schmelze baut, glaube ich, brauchen wir auch einen Plan dafür. Wie ich den bekomme, ich denke halt mal, dass ich einen Plan brauche, denn das wird wahrscheinlich dann so sein, wenn wir so einen Floß finden. Na, gschu. Dann bin ich auch drauf gekommen, dass wir eventuell auch Möwen töten können. Indem wir ihnen quasi den Speer in den Bobschi stecken. Boah, wie gemein. Nein, man kann sie angeblich schon mit dem Speer jagen. Habe ich mal, versucht. Ich bin mir jetzt sicher, ob das wirklich, ob das so hinhaut. Müsste ich mal probieren. Eigentlich könnte man hier doch rote Rüben pflanzen. Wäre ja wurscht. So. Was möchte ich noch machen? Hier auf jeden Fall noch eine Lampe aufstellen. Also hier nicht, weil da muss ich raufklettern. Aber wenn wir hier breiter geworden sind, möchte ich hier unbedingt noch ein Licht machen. Wer, glaube ich? Ja. Da ist er schon wieder. Du Kerl. Und tschüss. Und sofort reparieren. Weil das Netz möchte ich schon gern behalten. Geht schon? Passt. So. Unsere Netze funktionieren ganz gut, wie ihr sehen tut. Es wird auch schon Tag. Ihr werdet gleich mehr sehen können, Gott sei Dank. Ich habe auch hier schon mal eine Truhe gebaut. Ich glaube auch eine zweite. Habe ich eine zweite? Ja, da drüben. Was habe ich denn eigentlich da drin? Ach ja, genau, Bauholz und so. Also Planken und so eine Geschichte. Ich muss nur mal mir merken, dass ich problemlos Planken, dass ich Sachen gebunkert habe, dass ich die auch wieder mal rausnehme, ne? Frau Schlau. Aber die Netze funktionieren prima. Also da haben wir jetzt mal, glaube ich, ein bisschen ausgesorgt. Jo. Ich muss halt nur darauf achten, wenn mal so Flößchen irgendwo in der Nähe sind, dass ich die dann... Huch! Huch! Ich bin voll. Ich glaube, ich baue ein paar Seile. Seile? Nein, jetzt schon wieder. Wo bist denn? Mistviech. Also Speer. Mist. Nächstes Mal. Ich wollte jetzt Seile bauen. So. Um ein bisschen Platz zu kriegen. So. Damit... Ja, passt. Die ist nicht kaputt. Gott sei Dank. Huch. So.
Also, nochmal. Ja, viel zu tun. Wir haben, ich glaube, ich muss auch das Nest hier noch anderswo platzieren. Ich bin schon wieder hungrig, ja, ich weiß, ja, da knurrt der Bauch. Weil die Möwen legen nur dann Eier, glaube ich, wenn sie absolute Ruhe vor uns haben. Und das wird so jetzt ja nichts, weil ich ständig da unten herumlaufe. Ich denke mal, da müsste ich wirklich so einen Giebel rausbauen. Wirklich so ein Steg raus und dann könnte es was werden. Ui, ich sehe was. Segel setzen. Ein Flößchen. Bitte würdest du. Danke. Ein Flößchen darüber. Stimmt das ungefähr? Ungefähr. Nicht ganz, ich würde sagen so. Ein Flößelein für uns. So, das Fass muss ich auch noch schnappen. Hui, jawohl, das lief supi. Jo, Essen. Mahlzeit, Mahlzeit. Gleich wieder mehr Kartoffeln. So. Ja, warte, wir segeln ein bisschen dran vorbei. Na, das wollte ich gerade nicht. Ich wollte jetzt eigentlich so machen. Aha, noch ein bisschen mehr. In die Richtung. So. Noch ein bisschen mehr in die Richtung. Ganz scharf eigentlich. So. Ja. Jetzt wird's was. Oh, das war zu scharf. Na, komm. Ach Gottchen, das war jetzt fehl, glaube ich. Okay, es geht trotzdem. Glück gehabt. Nee, danke. Kein Bauplan leider. Aber wir werden jetzt mal Ziegel herstellen, glaube ich. Wir haben ja Ton. Ist der Ton noch bei uns im Beutel? Ich glaube, den habe ich wohin gelegt. Ja. Ich glaube. Dahin wäre eine Insel gewesen, ne? Beim nächsten Mal. Da. Wusch. So. Ene, mene, mü. Da. Blanke, blanke, blanke. Ah ja, Wasser. Ich muss ja noch gießen. Warte mal. Schön. Was war denn das jetzt? So, Planken fehlen hier. Ich habe das Wasser weggeschüttet. Nicht blöd. So, jetzt. So. Langsam. So. Ja, man hat alleine viel Stress. Ich glaube, ich werde nur, wenn es wirklich nötig ist, schauen, dass ich in die Breite baue. Weil es wäre bald die Höhe besser. Damit ich nicht so weit laufen muss. Wasser. Bitte. Danke. So, jetzt. Was sind wir? Schon wieder hungrig. Ja. So, nom nom nom. Nom nom nom. So. Jetzt steuern wir tatsächlich da drüben auf die Mini-Insel zu. So, egal. Wir haben hier Ton. Den brauche ich jetzt mal. Weil aus dem Ton können wir nasse Ziegel herstellen. Ah, Sand brauche ich auch. Okay, warte. Sand. Habe ich den auch hier reingepackt? Wo habe ich den Sand hingetan? Warte mal, warte mal. Ich weiß, dass ich irgendwo Sand habe. Na, da habe ich Essen drin. Was haben wir hier drin? Ah ja, da war der Kunststoff drin. Was haben wir hier? Da sind die Sämlinge. Das können wir mal so machen. Dann ist ein bisschen Platz. Irgendwo hatte ich. Alter, da, ich habe ihn gefunden. Alter, bitte mach mir das nicht hin. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Danke. Wir haben ein Steak. Das ist gut. Und die Möwe. Wo ist denn? Ah, ich steck fest. Jawohl. Das war, glaube ich, zu wenig Damage, ne? Also einen Schaden haben wir gemacht an ihr. Jo. So. Wir pflanzen auch gleich wieder ein. So, die haben jetzt Wasser bekommen, aber nur eins, ne? Jetzt dachte ich, da schwimmt ein Wal an uns vorbei, ey. Aha, sie ist durstig, ja. So, Prost. Sauf die nieder. Gut, also gießen, trinken, gießen, trinken, gießen, trinken, gießen, trinken. Jawohl. So, gießen. So. Tap, 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 tap. So.
Da haben wir wieder ein Fassel. Das will ich auch gern haben. Hui, lecker. So. Palmblatt. Alter. So. Das schaut alles sehr spektakulär aus. So. Warte mal ganz kurz. Kann ich den schon auf den Grill hauen? Den hau ich mal auf den Grill. So. Jetzt haben die mal Platz. Dann fressen wir die mal weg. Und dann sammle ich das noch schnell ein. So. Voll. So. Das können wir stacken. Ich werde hier auch einen Kunststoff reinschmeißen. Ich habe so viel von dem Klumpert. So. Alter Schwede. Überhaupt kein Platz. Null. Mahlzeit. So, ich wollte jetzt die Ziegelsteine herstellen. Ich brauche dafür jetzt noch den Sand, der hier drinnen ist. So. Und dann stellen wir mal her. Nasser Ziegel. Einmal, zweimal. So. Den nassen Ziegel müssen wir jetzt da in die Sonne legen. Das muss man auch wissen. Nur wo ist da ein guter Platz? Oh, ich würde sagen, hier neben der Treppe. Einmal und zweimal. Und der trocknet jetzt. Alter, das war zu spät. Jo. Der trocknet jetzt und dann können wir beim Forschungstisch, glaube ich, schon wieder was Neues lernen. Vielleicht können wir so auf diesem Wege den Schmelzofen freischalten. Mal schauen, mal looken. Alter, das mit dem Netz klappt echt ganz gut. Hihihi, haha. So. Aber nur mit dem Kreis laufen und einsammeln. Cool. So. Da müssen wir nachlegen. Okay. Das können wir stacken. Noch was zum Stacken? Glaub nicht. Okay. Dann. Hier war Essen drinnen. Habe ich da noch was zum Bunkern? Nö. Na, passt. Was hatte ich denn im Sinn? Zum einen wäre es vielleicht gar nicht schlecht. Tonschale wollte ich nämlich auch noch probieren. Ob ich die nämlich jetzt auch noch trocknen muss. Das könnte nämlich auch super sein. Aber glaube ich fast nicht, oder? Na. Ich vermute, werde ich denn die Schmelze brauchen wahrscheinlich oder so. So ein Ofen zum Trocknen. Vielleicht ist das auch so ein Multifunktionsgerät. Werden wir dann eh sehen. Gibt es ein Floß? In der Nähe? Schaut noch nichts aus. Gut. Ja, jetzt kommen wir wieder Musik. Sehr schön. Gut. Materialsagen haben wir genug. Ich würde sonst gern hier ein bisschen ausbauen. Und Speer müsste ich auch bauen, sehe ich gerade, weil der geht auch schon wieder zur Neige. Ich meine auf Reserve. So, diesen Metallhaken, kann ich den? Mir fällt ein Bolzen. Jo. Ja. Okay. Na gut, dann würde ich sagen, benutzen wir unser Hammerlein. Ich würde sagen, hier, den Boden. Da schwimmt ein Fass vorbei, das geht einmal so überhaupt nicht. Hui! So, das nehmen wir gleich mit. Jawohl. So ist gut. Sind die Ziegelein schon trocken? Nein. Bauen, genau. Ich will meine Decke da weiterbauen. Falls möglich. Boden. Achso, das ist dann Holzdach. Das fällt jetzt unter Holzdach. Na, das war schon richtig mit dem Boden hier. Normalerweise. Achso, ja, stimmt. Ich muss da ja so ein Gestell machen. Und es haut das ja nicht hin. Also man muss hier entweder eine Wand aufstellen, damit man hier voll machen kann. Oder so wie hier, so ein Balken. Das heißt, ich muss erstmal einen Balken aufstellen probieren. Der müsste dann nach Adam Riese hier sein. So. Und wenn es blöd läuft, müsste ich hier auch nochmal einen machen. Warte mal. Schauen wir mal, ob es klappt. Hier geht schon mal. Ah, das passt schon. Hier müsste es auch nochmal gehen. Perfekt. Sehr gut. Ja.
Und dann würde ich sagen, mache ich hier vielleicht die Wand dann zu, dass wir hier ein kleines, wirklich ein Räumchen haben, nur zum Pennen. Vielleicht. Mal gucken. Aber so sollte es ungefähr funktionieren. So. Yeah. Jetzt ist es halt so, dass ich tatsächlich hätte sollen vielleicht die kleine Insel noch ansteuern, um Ton zu bekommen, weil der ist ja am Grunde, also am Grund der Insel. Meeresgrund ist zu tief. Meeresgründchen ist zu tief, lalala. So, mal looken. Hui! Ob ich den krieg? Dann wäre Fischen auch nicht schlecht. Dafür muss ich jetzt erstmal mein Inventar ausmüllen. Yeah. Sehr, sehr gut. Steinpfeil ist so ein Ding, das brauchen wir nicht unbedingt. Das wird besser mit dem Bolzen, aber ich habe jetzt keinen. Jo, also gut. Dann würde ich sagen, ich räume hier wieder mal aus. Warte, wo muss ich hin? Dahin. So. Ich werde nochmal den Kunststoff hier lagern. Ich werde das hier lagern, das hier lagern. Zur Not auch die Tonschale, wobei die gehört fast zum Essen. Wahrscheinlich kann man damit, was ich nicht, keine Ahnung, einen Eintopf kochen. Ich weiß es nicht. Ich habe da sowieso flotter Verzweiflung. Habe ich da eh schon falsch sortiert. Hier sind rein Lebensmittel. Ich werde da jetzt aber trotzdem... Da haben wir Kokosnuss, da haben wir Kokosnuss. Das gehört so zusammen, das gehört so zusammen. Jo. Dann die Blumen waren hier... Warte, die waren hier, glaube ich. Ja, genau. Hier kommt das Blümchen hin. Und da oben machen wir jetzt nochmal... Wird schon wieder finster, ey. So, einmal voll. Das könnte ich dabei lassen. Ja, eigentlich... Hier bunkere ich noch einmal Seil hin. Und den Ton möchte ich gerne dorthin tun. Eigentlich, wo Sand ist. Das wäre mir so schon lieber. Dann werden wir hier noch den Schrott reinpacken. So. Ja, ich glaube, so könnten wir es vielleicht fürs Erste belassen. So. So. Und so. Dusch, dusch. Ui, davon ist wieder ein Flößchen. Jetzt ist nur die Frage, warte, ob wir da vernünftig hinkommen. Er ist schon wieder da. Wo, wo? Eieiei. Ja, ja, das war klar. Was hat er mir jetzt... Ah, ich steck fest. Was hat er mir jetzt zerstört? Meine Lampe und mein Bett. Ich muss dringend was rundherum bauen. Jetzt hustet die schon wieder. Ja, okay. Eins nach dem anderen. Also zuerst einmal was zaufen. Ach, Gottchen. So geht's mir die ganze Zeit mit dem blöden Haifisch da. So, du musst mehr in die Richtung. Sehr viel mehr in die Richtung. Noch viel mehr in die Richtung. Alter. So. Wo ist mein Paddel? Das ist auch gleich kaputt. Ich benutze es trotzdem jetzt mal. Damit wir auch Platz haben. Vielleicht soll ich mir noch eins bauen. Haha. Ha, jetzt habe ich zu wenig Kunststoff mit. Pff. Ein Paddel bitte. So. Halt. Alter. Alter. Ah. So. Was ist denn? Hungrig. Ja, dann hau dir halt einen Erdtopf runter. So. Hör ruck. So, rauf hier. Rauf hier. Noch mehr rauf. Ja, komm, hör ruck. Mann, ey. Und nochmal. Kiste. Passt. Wir haben Glas bekommen. Scharnier. Boah. Boah. Sehr gut. Glas, Scharnier. So, weg damit. Ja, cool. Wo habe ich das gebunkert? Wo habe ich das? Hier ist Glas.
Scharnier und Nägel lasse ich halt einmal vorläufig. So, danke fürs Zerstören, du scheiß Haifisch. Unglaublich. Hat das genommen? Wand? Achso, da fällt sowieso der Boden. Ja, ist ja klar. Oder? Ja, schon. Warum geht das jetzt nicht? Achso, weil mir Kunststoff schon wieder fehlt. Was frage ich denn so blöd? Mann. So, jetzt aber. So. Jetzt werde ich aber doch... Warte. Ich werde jetzt doch meinen Kunststoff... meine Kunststoffvorräte... ein bisschen verbrauchen. So, ein paar Planken nehme ich jetzt mit und ein bisschen Kunststoff. Und jetzt baue ich mir da rundherum, damit ich nicht noch mehr Ärger kriege mit dem blöden Haifisch, baue ich mir da jetzt echt so. Verstehst? Da in der Ecke geht das mit dem Netz nicht. Nur, dass ihr das auch wisst. Jetzt ist die schon wieder hungrig. Boah, zwei Fässer ins Wasser gefallen. Juhu! So. Aha, jetzt fehlt's an. Also, ich dachte schon, da kommt jetzt was. So. Ja, wir sind hungrig. Ich werde jetzt mal schauen. Die Planke mal dahin. Ich werde mal schauen. So. Aha, das war nicht fertig. Aber jetzt. So. Mahlzeit. Einmal schönes Haifischerl. So. Und Schmorebröt. So. Da sehe ich gerade, ich brauche noch Trinkwasser. Hierfür. Hä? Okay, das verstehe ich gerade nicht. Okay. Vergessen nachzufüllen? Keine Ahnung. Da auch? Hör auf. So. Füllen wir gleich nach. Auch Planken platzieren. So. Da ist, ne? Passt. Können wir wegschütten. Gut. Ja. Genau. Dann würde ich sagen, weiterbauen. Planken haben wir Kunststoff nicht. Das nehmen wir gleich mit. Da haben wir eh so viel auf Lager. So. So, zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack. Sehr gut. Dann da noch. So. Dann sind wir auch schon gleich rundherum. Fast. Super. Mir fehlt jetzt 2 Kunststoff. Ha, ha, ha. So. So. Tapsel, 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 tapsel. So. Ah. Da schwimmt ein Ding vorbei. Das geht so nicht. Kriege ich es noch? Jawohl. Super. So. Dann müssten wir jetzt ein bisschen an Schutz haben von so einem blöden Haifischviech. Jetzt müsste ich hier nochmal endlich meine Wand wieder bauen dürfen. Alter, wo ist denn jetzt schon wieder? Aber das wirkt schon mal. Das kann er jetzt theoretisch ruhig zerstören. Das ist eh wurscht. Da haben wir eh mehr als genug Sachen. Das geht. Also sind jetzt endlich mal unsere Netze auch ein bisschen geschützt. Ich bin durstig, okay. Ist verständlich. Aber ich sammle das jetzt trotzdem ein. So. Ja, ja. Prost. Ui, ui, Anker. Heureka! Komme ich direkt bei einer Insel vorbei. Wie cool ist denn das? Cool. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So, ich könnte jetzt aber auch mal ein Fischelein braten. Der Lachs war, glaube ich, jetzt zu hoch. Aber die Makrele, die müsste theoretisch... Huch. Die müsste theoretisch klappen, wollte ich sagen. So. Einmal. Zweimal. Ich weiß, die bräuchten wir eigentlich für den Haifischköder. Aber, ja. Da, das machen wir so. Dann tun wir das gleich essen. So, die Sonne geht auch auf. Und die Tonziegel sind fertig. Sehr gut, das können wir noch schauen, ob wir es erforschen können, weil die hätten wir ja noch nicht gehabt. Einmal erforschen. Ja, und da haben wir schon die Schmelze jetzt freigeschaltet. Super, das heißt, die können wir als nächstes bauen.
Aber zuerst brauchen wir einen haufenweise Ton noch, damit wir das hinkriegen. Ah, einen Topf geht auch, da brauchen wir Metallbahnen. Wahrscheinlich, wenn wir die Schmelze haben, dann kriegen wir auch den Metallbahnen, dann führt das eine zum anderen. Das ist schön. Das passt dann ja. So. Fein. Genau, ich will noch schnell, wenn es möglich ist, ein Bettchen bauen. Das ist mir irgendwie abhanden gekommen. Ja. So. Wobei, so wäre auch gut, ne? Dann sind wir wenigstens, dann kriegen wir nur kalte Füße. Ah, ich will die Lampe wieder dahin bauen. Ach, frische Meeresluft braucht man immer zum Schlafen, ist angenehm. So. Und wie war das noch schnell mit der Lampe? Die war hier, na, da war sie. Laterne, geht auch, passt. Das freut mich, weil dann haben wir wieder Licht. So, schön in den Winkel rein, passt. Dann würde ich aber trotzdem gern noch ein oder zwei Laternen bauen. Weil hier ist es ja auch immer stockfinster. Ich würde sagen, da bauen wir sie so hin. Hier hinten, ich würde sagen, ich hoffe, ich komme da noch rauf. Oder hier so rein. So ist besser, ha? Ja, so ist, glaube ich, schön. Ich glaube, so ist das echt schön. Und da muss ich mal unsere Kochstation hier ein bisschen in Ordnung bringen. Weil das schaut auch alles übel aus. Habe ich jetzt keine Planken mehr? Nein, aber gleich. Wir haben ja einen Haufen gebunkert. So, damit es auch weiterbraten kann, schön. So. Hier haben wir alles. Aber wieder kein Wasser, das verstehe ich nicht. So. Schauen, ob wir wohl genug zu trinken haben. Ich trinke nochmal schnell. Und fülle nochmal schnell auf. Und dann schauen wir mal, ob wir auf diese Insel rauf können. Weil ich glaube... Upsala. Da brauche ich noch... Okay, ich sehe schon. Da muss ich noch was bauen, weil sonst falle ich noch... falsch. Wo war das jetzt? Hier. Sonst falle ich noch 20 Mal hier runter. Wenn es halt möglich ist. Aber ich glaube, da brauche ich schon wieder... Ah, hier wird es gehen. Genau, dann komme ich gar nicht mehr rauf. Ich glaube, da brauche ich schon wieder so eine Säule. Die da. Ich will versuchen, die hier irgendwie anzubringen. Hier wäre sie cool. Was fällt mir? Nägel fehlen. Oh. Was braucht denn hier Nägel? Ein Tisch wird nur Kunststoff brauchen. Aha. Da haben wir Nägel. So, passt das so? Ich habe jetzt ein Schild gebaut, gell? Ich Depp. Mhm. Ich habe mich jetzt sauber verdrückt. Ist eh klar. Na, ich habe mich verdrückt. Der Hai hat mich gerade erschreckt. Alter, wo kommst denn du her? Wie kann er denn von da unten so ranbeißen? Mistkerl. Schnell reparieren. Alter, dieses Viech. Ich muss mal kontrollieren, ob da irgendwas im Eimer ist. Der kann einfach so mitten in das Schiff. Ist das neu? Ich fürchte, dass das ist neu. Alter. So, was wollte ich jetzt? Genau, hier wollte ich bauen. Aber ich glaube, das geht trotzdem. Ja. Hier nicht, weil mir schon wieder Planken fehlen. Das macht aber nichts. Wir haben hier noch ein paar. Und wir werden auch noch ein paar bekommen. Aber das Schild muss ich jetzt wegpacken. Da habe ich Blödsinn gemacht. Vielleicht für irgendwann mal. So. Hopsala, so. Geht hier noch was? Na, da bräuchte ich jetzt nochmal sowas. Ich
glaube, das gefällt mir hier besser. Ich glaube, das ist hier weniger im Weg. So, weil wir brauchen eh nur mehr hier. Falsch. Das. Eh nur mehr hier und so. Ich glaube, so passt das schon mal. Optimal noch hier. Und wenn möglich, da noch. Aber da werde ich mir eine Wand bauen, wenn ich genug Planken habe. Ah, die gehen so schnell aus, das ist schlimm. Aber wir gehen jetzt eh gleich auf die Insel. Ich hoffe, das klappt. Achso, ich brauche da eine Erhöhung auch noch, ne? Sollte ich vielleicht nicht so verschwenderisch sein. Also sonst gehen mir die Planken aus. Aber wir haben noch zur Not hier drei Bäume, die wir schlachten können. So. Dann klappt das hoffentlich schon. Haben wir hier noch was drinnen? Eine Planke, jawohl. Okay. Dann schauen wir mal rauf. Ja, das schaut besser aus, glaube ich. Das schaut besser aus. Darf ich jetzt noch eine Wand bauen? Ja. Und eine Leiter dazu. Geht das? Ich würde die gern drehen, aber es geht, glaube ich, nur so, ne? War auch wurscht. Ist jetzt verkehrt? Ja. Scheiße! Mann! Weg damit. So. Gut gemacht, okay, gut gemacht. So, jetzt passt sie, oder? Ja, schaut gut aus. Und noch einmal, wenn möglich hier, ja, da fehlt mir was. Planke, ist ja nicht zu glauben, oder? Da fehlt mir tatsächlich Planke. Habe ich noch irgendwo welche gebunkert? Hier war, glaube ich, nur Kunststoff, ne? Na, da muss ich jetzt kurz mal ein Bäumchen schlachten. Tut mir leid. So. Dann haben wir auch genug und dann geht's... Oh, der Part ist auch zu Ende. Und dann können wir uns die Insel erkunden. Wir müssen hier ein Weilchen verbleiben, tatsächlich. Tut mir sehr leid deswegen. Aber ich brauche Ton und so weiter. Wir wissen ja, ich brauche Ziegel, einen Haufen. Wir möchten den Schmelzofen bauen und so weiter. Und hungrig bin ich auch schon wieder. Ist ja unglaublich. Dann essen wir mal die Kokosnuss hier. So. Das haben wir auch noch kaputt. Dann ist meine Axt nämlich auch hin. So. So. Dann könnte ich hier mal schauen. Falsche Truhe. Hier hinten. Ich werde eine Mango bauen. Bauen. Pflanzen. So. Hier in der Mitte schön. So. Das Wasser wäre jetzt auch noch gut. Einmal. Ui. Und. Na? Zweimal. Wieder Salzwasser. So. Und. So. Passt. Und hier oben dann nochmal eins. Zack. Für hier. So. Passt. Und gleich. Dann essen wir noch eine Makrele. Oder zwei. Dann braten wir gleich wieder Gemüse. So. Ja. Und schmeißen die Sämlinge wieder rein. Da sind wir auch schon hungrig, ich merke schon. So, Mahlzeit. So, und den Part muss ich jetzt beenden, Herrschaftszeiten. So, ich wollte noch das reinschmeißen hier. So. Viech, du nervst. Echt. Ich brauche auch dringend mal so ein besseres Dingsbums. So. Unglaublich. Na gut, ihr Lieben, ich muss den Part beenden, sonst muss ich zwei Teile draus machen. Ich bedanke mich von Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!